Herzlich willkommen in der Aquarellschule NRDV. Ich bin Kerstin und heute starte ich mit euch eine neue Serie. Eine Serie zum Thema Merlin, Merlin und Artus, diesen wunderschönen Sagenwelten. Ich habe euch das schon etwa vor einem Jahr versprochen, dass ich einmal etwas zu dem Thema machen möchte. Und hier jetzt der Anfang, heute das erste Bild. Ihr werdet im Anschluss ein paar Stimmungsbilder von mir bekommen, einfach so zum guten Einstieg. Auch zeige ich euch hier eine Stimmungswelt aus meinem Kindheitsort, Kindheits- und Jugendort. Also ich bin da in der Nähe von einem Weiher aufgewachsen, zwar am Bodensee, aber auch von einem Weiher. Und dieser Weiher, der hat es mir immer schon angetan. Also das ist einfach ein sehr verzauberter, mystischer Ort. Und ich zeige euch hier einen Sonnenaufgang jetzt im September, also vergangenen September. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause. Ich war ja eine lange Zeit in der Schweiz und habe ein bisschen Kindheitserinnerungen besucht, gepflegt. Gerade diese vielen mystischen Orte rund um den Bodensee, die mir sehr am Herzen liegen und von denen ich damals schon sehr viel mitgenommen habe. Also hier jetzt erstmal ein Eindruck, dann ein Stimmungsbildeindruck von diesem wunderschönen Weiher, ein Sonnenaufgang. Und ich möchte euch auch ein paar Einstimmungsbilder zeigen, figürliches auch teilweise, wie es dann losgeht zu diesem Thema Merlin und Artus. Es ist ja ein sehr weites, breites Thema, da kommen verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Stimmungen darin vor. Hier auf meinem Kanal halte ich mich vor allen Dingen mit Stimmungsbildern auf. Also ich möchte euch vor allen Dingen diese Stimmung, diese mystische, merlinhafte, verzauberte Stimmung rüberbringen und mit euch solche Bilder malen, herbstliche Bilder, Nebelbilder, mystische Bilder. Wenn ihr aber mich in meiner Aquarellschule auf Patreon besuchen möchtet, da habe ich einen extra Figurenkurs und da werden auch die ganzen Figuren vorkommen, die in diesem Zusammenhang auftauchen zu Merlin und Artus. Wer mich aber von der Mitgliedschaft kennt, werde ich euch da die Lebensgeschichte sozusagen, also die Sage von Merlin erzählen, was man heute über ihn glaubt zu wissen, das ist ja gar nicht so ganz sicher alles, also da ist sehr viel Mystisches, sehr viel verzaubert, Zauberhaftes dabei. Ja, also ich wünsche euch ganz großartige Stunden hier mit Merlin und dieser mystischen Stimmung. Viel Freude beim Malen. Ich möchte euch jetzt gerade zu Beginn ein paar technische Kniffe zeigen, die ihr nachher in dem Bild dann anwenden könnt. Hier jetzt zum Beispiel zuerst einmal die Auswaschtechnik für Sonnenstrahlen. Hier jetzt einmal das zarte Übermalen mit Lichtglanz der Wasserwellen. Also wenn ihr den Schatten schon angedeutet habt, die Lichtreflexionen auf dem Wasser, wie kann ich die einfügen? So leicht geht es. Schaut kurz rein. Dann haben wir hier den Aufbau von Bäumen, ganz einfach, mit dem Aquarell-Naturschwamm und einem feinen Schriftenpinsel. Ganz leicht. Dann haben wir hier das Verblenden. Verblenden von Farben, in einem Bullseye angelegt. Der Himmel, wie er strahlend aufgebaut ist, von hell ins Dunkel. Dann zeige ich euch hier, wie ihr den Vordergrund sehr dunkel und sehr nahe anlegt, in sehr großen Flächen. Ja, nun haben wir einiges über diese Technik schon gehört. Heute geht es mir auch, wie gesagt, um Merlin und Artus.
Ihr werdet im Anschluss an diese Einführung hier einen Sonnenaufgang erleben an einem Kindheitsort, Kindheitsjugendort, den ich sehr liebe, den ich auch heute oft besuche und wo ich jetzt im September vorbeigeschaut habe am frühen Morgen und für euch ein Sonnenaufgangsvideo aufgenommen habe. Und das möchte ich euch im Anschluss hier zeigen, diese mystische Stimmung, diese verzauberte Stimmung. Und ja, genau diese Stimmung malen wir auch. Das ist das erste Bild unserer Mystik-Merlin-Reihe. Und ihr werdet es, glaube ich, lieben, denn es ist zauberhaft und trotzdem warm und strahlend. Mystisch und trotzdem warm und strahlend. Ich wünsche euch viel Freude beim Malen. Ja, hier kann man jetzt schön beobachten, wie es da hinter dem Horizont so langsam immer heller wird. Wie die Sonnenstrahlen, wenn ihr an den Ort schaut, wie die Sonnenstrahlen da so ganz zart hindurchkommen. Also ich finde das immer wunderschön. Diese Sonnenaufgänge, die berühren mich wirklich so intensiv. Schaut auch die Farben, wie diese Sonnenstrahlen rötlich schimmern und der obere Rand der Bäume auch ganz in diesem Zinnoberrot-Orange erscheint, der Himmel pfirsich blüht und nachtdunkel, Sepia, bläulich, schwarz, alles noch sehr farblos sonst erscheint. Das ist für mich immer auch das Spannende, wie die Farbe wirklich dann kommt, wenn die Sonne ganz am Himmel steht. Wir starten mit einem Bullseye von sehr hellem Zitronengelb über Goldgelb zu einem Zinnoberrot und wir verblenden die drei Farben, wie wir das in der Erklärung des Videos schon gesehen haben. Mit einem trockenen, ausgewaschenen Pinsel kann man wunderschön sehr unterschiedliche Farben verblenden. Hier ist es schön, dass dieses Graublau und dieses Rötlich-Orange komplementär zueinander stehen. Also dass das Komplementärfarben sind, die sich gegenüberstehen sozusagen und deswegen auch diese Stimmung so intensiv machen, diese sehr morgendliche, helle Stimmung, dieses Strahlende der Sonne, die da wirklich am Horizont aufgeht, hinter diesen Bäumen. Schaut auch, wie mystisch ihr die Stimmung hinzubekommen, wie geht, also dass sie wirklich dieses Klare des Himmels und dieses neblig Verzauberte des Wasserspiegels und der Bäume hat. Also es muss gar nicht ganz naturalistisch sein. Schön ist es, wenn es einfach sehr verzaubert wirkt. In der Mitte habe ich eine kleine Sonne ausgewaschen mit der Auswaschtechnik, einfach mit klarem Wasser, abgetupft mit einem Taschentuch. Und hier auf der Palette mische ich mir jetzt eine Farbe zwischen Galaxy Schwarz und Peines Grau bläulich. Die Materialien findet ihr unten in der Box, dass es genau stimmt für meinen Horizont. Mit dem Aquarell Naturschwamm und dem feinen Schriftenpinsel, wie im Eingang erklärt, gestalte ich jetzt meinen Horizont. Das Wasser muss ich noch einmal anfeuchten mit einem breiten Flachpinsel und dann kann ich die Schatten schön hineinziehen. Sobald das passiert ist, waschen wir mit der Auswaschtechnik diese hellen, leuchtenden Stellen aus im Wasser selber, dass da wirklich sehr viel Strahlen und Licht hineinkommt. Ja, sobald das trocken ist, legen wir einen Vordergrund an. Aber vorher ziehen wir die Sonnenstrahlen ins Bild. Ihr habt gerade gesehen, eine Möglichkeit ist es, dass sie gerade werden mit einem Lineal. Das Ganze passiert nämlich mit klarem Wasser und einem Schrubberpinsel bzw. einfach einem Detailpinsel, wo ihr an der Stelle, wo ihr aufhellen möchtet, den Untergrund anfeuchtet und die Farbe abtupft. Dort, wo die Strahlen aufs Wasser treffen, ist es natürlich heller und da machen wir schöne Lichtpunkte ins Wasser hinein.
Also zieht einfach diese schönen Sonnenstrahlen ins Wasser und lasst das Wasser leuchten an der Stelle. Wie gesagt, nun kommen wir zum Vordergrund sehr dunkel und erst einmal mit einem Schriftenpinsel ziehen wir ganz fein diese Schilfhalme ins Bild, auch diese schon herbstlichen Schilfblätter, und mit dem Ella-Stip können wir wunderbar die Samenstände des Schilfes auf unsere Halme malen. Hier auf der rechten Seite auch mit dem Schriftenpinsel male ich Geäst, vielleicht ein Haselstrauch, und mit einem mittleren Detailpinsel tupfe ich die Blätter an den Strauch. Wichtig ist hier auch, dass wirklich im Gegensatz zu den Bäumen am Horizont sind hier einzelne Blätter sichtbar. Also es ist nahe bei uns, man kann wirklich die einzelnen Blätter erkennen. Gegen unten hin kann ich auf jeden Fall verblenden und verzaubern mit dem Aquarell-Naturschwamm, aber oben brauche ich klare Strukturen, klare Blätter. Das muss nicht wie gezeichnet ausschauen, es können trotzdem noch getupfte, aber doch einzelne Blätter vorkommen. Mit dem Ella-Stip vervollkomme ich das Ganze im unteren Bereich und trete dann einen Schritt zurück, um zu sehen, wo braucht es noch was, wo ist es schon, wo passt es schon so. Und sobald ich fertig bin mit diesem Vordergrund, mit diesem intensiv dunklen, er darf wirklich mindestens so dunkel sein wie der Horizont, besser noch, ihr schafft ihn noch dunkler, noch intensiver, noch dichter, diesen Vordergrund, sodass ihr wirklich dieses Vorne und Hinten bekommt mit dieser leuchtenden Wasserfläche dazwischen, die sich ja dank unserem angelegten Bullseye in den Himmelsfarben spiegelt. Ja, sobald wir den Vordergrund schön gestaltet haben und mit einem Schritt zurück auch entscheiden, er ist fertig, können wir noch Vögel an den Himmel malen. Einen kleinen morgendlichen Vogelzug, der uns entgegenkommt. Ganz gemischt, also wirklich nicht regelmäßig die Vögel an den Himmel zaubern, auch nicht regelmäßig in der Größe, teilweise sind sie getupft, andere sind wirklich ausgestaltet. Ja, nun freue ich mich, dass wir miteinander gemalt haben. Ich wünsche euch eine ganz wunderschöne Herbstwoche und freue mich auch auf jetzt sehr regelmäßige wieder, weil ich wieder im Land bin, und verzauberte Videos zum Thema Merlin. Wenn ihr einen Kommentar dazu habt, da freue ich mich natürlich riesig auch, wenn ihr mir andere Ideen sagen möchtet oder Wünsche, die ihr zu Themen habt, bitte unten in die Kommentare. Ich freue mich. Alles Gute und bis bald. Tschüss.